An dieser Stelle wollen wir jetzt einsteigen mit einer Betrachtung der funktionalen Einkommensverteilung, die eben auch ein zentraler Bestandteil zahlreicher Wachstumsmodelle ist. Die klassische Unterscheidung, was Einkommensgruppen angeht, ist die zwischen Kapitalisten und Arbeitern. Dabei ist die Unterscheidung die, dass Arbeiter eben ihr Einkommen dadurch generieren, dass sie ihre Arbeitskraft verkaufen. Also ihr Einkommen besteht im Lohn, den sie dafür bekommen. Kapitalisten dagegen generieren Einkommen darüber, dass sie Kapital bereitstellen. Das heißt, ihr Einkommen besteht in der oder kommt in der Form von Profiten. Ne? Wir können jetzt ein bisschen einen anderen Blick auf unsere Gesamtproduktion oder auf den Wert der gesamten produzierten Güter geben. Per Definition ist es nämlich so, dass der Wert aller Güter, also das, was wir als den realen, das reale Bruttoprodukt darstellen, bezieht sich aus der, ist die Summe aus dem Einkommen der Arbeiter und den Einkommen der Kapitalisten, also der, der Löhne und der sogenannten Bruttoprofite. Was mit Bruttoprofiten gemeint? Die Kapitalisten stellen Kapital bereit. Teil dieses Kapitals wird über die Zeit zerstört. Das haben wir schon gemerkt. Das heißt, wir können die Gleichung umschreiben, indem wir hier differenzieren zwischen den Nettoprofiten, also die Profite, die übrig bleiben, nachdem für die Abnutzung von Kapital berücksichtigt wurde. Das Ganze können wir dann auch rübermappen in die Betrachtung des Nettoprodukts. Das können wir nämlich hier definieren, indem wir das also das Bruttoprodukt nehmen und davon die Kapitalabnutzung abziehen. Und wenn wir uns jetzt hier oben mal genau diese Gleichung hier für das Bruttoprodukt anschauen, dann sehen wir, dass wir das Ganze hier umwandeln können, dass das Nettoprodukt nichts anderes ist als die Gesamtlöhne plus die Nettoprofite. Also es ist einfach eine andere Darstellung und es verdeutlicht aber nochmal, welche Überlegung dahinter ist. Wie das häufig eben der Fall ist, ist es sinnvoll, diese Gesamteinkommen auch nochmal in Bezug auf die Gesamtarbeitspopulation bzw. den gesamten Kapitalstock zu setzen. Dadurch bekommen wir zentrale Größen wie den durchschnittlichen Reallohn, den wir erhalten, indem wir den Gesamtlohn teilen durch die Anzahl der Arbeiter. Wir bekommen die Bruttoprofitrate, indem wir die Bruttoprofite teilen durch den Kapitalstock. Wir bekommen die Nettoprofitrate, indem wir einfach die Nettoprofite teilen durch den Kapitalstock. Und hieraus ergibt sich dann eben auch die Unterscheidung zwischen Netto- und Bruttoprofitrate. Also wenn wir hier sehen wollen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen V und R? Ja, die Unterscheidung zwischen den Brutto- und Nettoprofiten ist das uns bereits bekannte Delta, also die Abnutzung des Kapitalstocks. Dieser Blick auf die Löhne und die Profite erlaubt uns ein bisschen einen anderen Blick auf die Gesamtproduktion bzw. das Gesamteinkommen in der Volkswirtschaftslehre. Und das lenkt unseren Blick auf einen weiteren zentralen Trade-off zu dem, den wir vorher schon zwischen Konsum und Investment kennengelernt haben. Es gibt nämlich auch diesen Trade-off der Verteilung. Wenn wir uns nämlich quasi hier das Gesamt oder den Gesamtoutput oder den Wert des gesamten Outputs hier in der Ökonomie anschauen, der pro Kopf produziert wird, dann kann dieser Gesamtprofit aufgeteilt werden oder der Wert dieses Gesamtprofits aufgeteilt werden in Löhne auf der einen und Profite auf der anderen Seite. Das kann man dann umformulieren, indem man zum Beispiel sagt, okay, das, was für die Löhne eigentlich in der Gesamtökonomie übrig bleibt, ist zum einen das, was quasi pro Arbeiter tatsächlich produziert wird, abzüglich dem, was sich die Kapitalisten pro Arbeiter aneignen. Ja. Und jetzt könnte man natürlich fairerweise sagen, okay, das Ganze muss eigentlich angepasst werden dahingehend, dass die Kapitalisten ja auch einen Teil zur Abnutzung, also einen Teil verlieren durch die Abnutzung des Kapitalstocks. Das heißt, wir können hier auch sagen, das, was für den Lohn übrig bleibt, ist die Gesamtproduktion minus die Abnutzung, minus den Nettoprofit, der für die Kapitalisten bleibt. Auch hier diese Größen macht es häufig Sinn,
in Pro-Kopf-Größen darzustellen. Das heißt, den Lohn können wir darstellen als das Nettoprodukt minus den Nettoprofiten, der an die Kapitalisten geht. Wir können den Lohn auch darstellen, explizit die gesamte Bruttoproduktion minus dem zerstörten Kapital pro Arbeiter minus den Nettoprofiten. Oder wir nehmen die ganz klassische Darstellung, das was für den, dass sich der Lohn eben aus der Gesamtproduktion minus dem Teil geht, der an die Kapitalisten geht, die dann damit natürlich noch für die Abnutzung aufkommen müssen, ne? Das heißt, hier sehen wir eben diesen Trade-off zwischen, wie der Gesamtwert aufgeteilt wird. Alles das, was an Löhne geht, kann nicht mehr an die Kapitalisten gehen. Alles, was an die Kapitalisten geht, kann nicht mehr an die Arbeiter in Form von Löhnen gehen. Und wie beim vorherigen Beispiel, bei dem Trade-off zwischen Konsum und Investment, können wir auch das jetzt wieder grafisch darstellen. Auch das wird so ein zentrales Device für zahlreiche Wachstumsmodelle sein. Und vielleicht auch hier nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt das Gefühl kriegen, okay, das klingt jetzt alles irgendwie so ein bisschen nach marxistischem Voodoo. Diese Unterteilung in Kapitalisten und Arbeiter ist tatsächlich einfach gängig, auch heutzutage noch, einfach weil es die Möglichkeit ist, wie das Accounting von den Arbeitseinkünften oder von den Gesamteinkommen in der Volkswirtschaft passiert. Es wird natürlich zunehmend schwieriger, weil viele Arbeiter auch gleichzeitig Kapitalisten sind, also zum Beispiel Einkommen durch Aktieneinkommen haben. Aber nichtsdestotrotz ist im Groben doch auch diese grobe Einteilung in Einkommen aus Kapital und Arbeit weiterhin ein extrem hilfreiches empirisches Device. Aber genug Detour, wollen wir uns diesen Trade-off jetzt hier nochmal genauer grafisch anschauen. Ja, um uns den Zusammenhang zwischen Löhnen und Profiten jetzt genauer anzuschauen, wollen wir uns wieder so ein Diagramm malen, wo wir diesmal auf die Y-Achse den Lohn abzeichnen und auf die X-Achse die Profitrate. Und wir wollen uns jetzt wieder hier illustrative Punkte anschauen und so uns den Zusammenhang nochmal genau zu verdeutlichen. Fangen wir mal an mit dem Beispiel, wo es keinerlei Profite gibt. Also die Nettoprofitrate negativ ist. Ja, das wäre der Punkt, wo quasi der gesamte Output pro Arbeiter zu den Löhnen kommt. Und das würde korrespondieren hier zu diesem Punkt, wo wir eben eine Bruttoprofitrate von minus Delta hätten. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt, können wir uns direkt fragen, was ist, wenn wir hier eine Profitrate von Delta hätten, dann korrespondieren wir hier oben auf der Ebene des Netto-Outputs der Löhne. Also wenn wir quasi die Abnutzung des Kapitals sozusagen rausrechnen aus dem Output, und dann den Lohn auf diese Höhe setzen, was dann quasi bei den Profiten übrig bleibt, ist korrespondiert zu der Abnutzung. Jetzt können wir uns natürlich fragen, was ist bei dem anderen Extrem? Also hier unten, wenn die Löhne quasi auf Null sitzen, zu was korrespondiert dann die Profitrate? Stellt sich heraus, dass die Profitrate dann zu der Kapitalproduktivität Rho korrespondiert. Ja? Und warum ist das so? Wir können uns hier aus der Anleitung von vorher, können wir ja aufschreiben, dass der Gesamtoutput korrespondiert ja zu den Löhnen plus die Profitrate mal die Kap mal der Kapitalintensität. Und wenn wir das Ganze jetzt hier teilen durch klein k, dann haben wir hier auf der einen Seite x durch k. Wir haben hier W durch K und wir haben hier V mal K durch K. Hier dieser Teil, der fällt weg, weil ja die Löhne hier per Definition gleich 0 sind. Und hier streicht sich das kleine K weg. Das heißt, wir haben X durch K ist gleich V. Und vielleicht erinnern Sie sich hier an die Definition von X durch K. Das ist tatsächlich dieses kleine Rho, die Kapitalproduktivität, die wir vorher kennengelernt haben. Und dementsprechend korrespondiert auch hier dieser Teil, also der Achsenabschnitt auf der X-Achse
zu dem Rho. Das heißt, wir können jetzt hier oben unseren linearen Zusammenhang können wir jetzt hier einzeichnen und es stellt sich dann natürlich die Frage nach der Steigung. Dazu können wir uns jetzt hier wieder unsere Gleichung für den Lohn leicht adaptiert aufschreiben. Der Lohn ergibt sich ja aus dem Output pro Arbeiter minus dem, was an die Kapitalisten geht, nämlich Kapital mal Profite. Und wenn wir uns das genauer angucken, dann haben wir hier, weil ja das X, das V auf der X-Achse steht, wieder eine Steigung von minus K. Ja? Also der Steigungsparameter ist der gleiche wie in dem Zusammenhang zwischen Konsum und Wachstum des Kapitalstocks, den wir vorher kennengelernt haben. Ansonsten können wir hier eben diesen Zusammenhang noch explizieren. Und was jetzt hier auch wieder schön ist, das ist wie bei dem anderen Teil auch, wir können uns jetzt hier fragen, wie sich der eigentliche Lohn oder der gesamte Output aufteilt. Dazu betrachten wir hier mal eine Situation, wo wir hier den tatsächlichen Lohn einzeichnen und hier unten die Profitrate als Nettoprofite plus Abschreibungen aufschreiben. Dann können wir uns wieder wie vorher hier so eine Linie aufbauen und dann hier oben die Linie entsprechend verlängern. Wir sehen dann hier, dieser Teil ist der Lohn. Dann haben wir diesen Teil, die Differenz zwischen Lohn und Nettoproduktion. Das korrespondiert diese Differenz hier zwischen Nettoproduktion und Lohn korrespondiert eben zu der Nettoprofitrate mal der Kapitalausstattung und das, was dann jetzt hier oben eben zu dem Teil fehlt, zu der Gesamtproduktion, das ist eben die Abnutzung mal im Kapitalstock. Und hier diese beiden Sachen, die können wir zusammenfassen. Die sind eben die Bruttoprofitrate und zur Folge können wir jetzt auch hier eben sagen, der eigentliche Output verteilt sich zum einen auf die Pro-Kopf-Löhne und den Pro-Arbeiter-Profit. Ne? Das Ganze jetzt hier vielleicht noch ein bisschen schöner dargestellt. Aber das ist eben das Schöne an diesen grafischen Darstellungen, dass sie in sich schön konsistent eigentlich diese Accounting-Identitäten, die wir uns bisher angeschaut haben, schön darstellen. Aus diesem eben eingeführten Trade-off zwischen Löhnen und Profiten können wir auch nochmal die explizite Aufteilung des Gesamtoutputs ableiten. Wir können hier definieren die Profitquote, die Profitquote als der Teil des Gesamtoutputs, der nicht an die Löhne geht. Also wir haben hier den Gesamtoutput, wir ziehen davon ab, das, was vom Gesamtoutput an die Löhne geht und was davon übrig bleibt, das ist dann eben die Profitquote. Die Profitquote können wir hier auch in pro Kopf ausdrücken, darstellen und wir können sie auch dadurch darstellen, indem wir sagen, wir haben hier die Quote, die ist sozusagen alles minus den Anteil am Gesamtoutput, der eben auf die den Löhnen zugute kommt. Hier aus dieser letzten Formulierung können wir auch ableiten, dass das, was eben übrig bleibt, von der Profitquote die Lohnquote ist. Die Lohnquote eben als Residuum, alles das, was nachdem die Profite sozusagen von dem Gesamtoutput abgezogen wird, den Arbeitern übrig bleibt, das ist die Lohnquote. Und das Coole an dieser Profit- und Lohnquote ist eben, dass beide Größen empirisch direkt beobachtbar sind. Ne? Diese beiden Quoten über die Zeit sich anzugucken, korrespondiert zum Studium der funktionalen Einkommensverteilung, ist extrem illustrativ, um eben zu gucken, wie sich auch die Machtstrukturen zwischen den Menschen, die vor allem die Eigentum an den Kapitalgütern halten und den Menschen, die eben ihre Arbeitskraft verteilen, verkaufen, verteilt. Ja, diese langfristigen Patterns sind so ein zentraler Aspekt, was man mit
Wachstumsmodellen erklären möchte. Es gibt immer kleinere Abschwankungen. Auch das ist, wenn Sie sich das mal mit den Daten, die Sie zur Verfügung haben, mal angucken, wenn Sie immer einige Schwankungen in den Profitquoten in einzelnen Ländern sehen. Das ist aktuell weniger von Interesse. Im Moment interessiert uns der langfristige Trend. Und es wäre natürlich auch eine coole weitergehende Aufgabe, sich diese langfristigen Trends mal für unterschiedlichen Länder anzuschauen. Zuvor wollen wir uns aber noch einmal die beiden Trade-offs, die wir bisher kennengelernt haben, sozusagen gemeinsam anschauen und zusammenbringen. Ja, also bisher haben wir zwei Trade-offs hier in dem Wachstums-Accounting gefunden. Und das ist ja alles, was wir bisher machen. Wir gucken uns nur Accounting-Identitäten an. Also in dem Sinne nur also im Moment sind wir nur auf Ebene des Beschreibens. Wir sind noch nicht auf Ebene des Erklärens, sondern einfach nur bei der Beschreibung dessen, wie eben die Ökonomien funktionieren, haben wir schon zwei Trade-offs kennengelernt, nämlich zum einen mal den Trade-off zwischen Investment und Konsum, wo wir gesagt haben, der Konsum ist das, was übrig bleibt von dem Gesamtoutput, wenn wir den Teil abgezogen haben, der zum Instandhaltung und Erweiterung des Kapitalstocks verwendet wird, ne? Und den zweiten Teil, den wir uns Trade-off, den wir uns angeschaut haben, ist der zwischen Löhnen und Profiten, wo wir eben gesagt haben, das, was für die Löhne übrig bleibt vom Gesamtoutput, ist alles das, was nicht sozusagen an die Gruppe Kapitalistin geht. Ne? Da kann man sich jetzt natürlich fragen, was ist das Verhältnis zwischen diesen beiden Trade-offs? Und dazu kann man sich hier die beiden Gleichungen nochmal angucken. Und was jetzt hier auffällt, ist, dass in beiden Gleichungen extrem viele Variablen doppelt vorkommen. Also wir haben hier auf der einen Seite den Gesamtoutput pro Arbeitskraft, der hier drin vorkommt. Wir haben hier in beiden Fällen die Abnutzung des Kapitals, die vorkommt. Und wir haben auch hier die Kapitalintensität ebenfalls in beiden Gleichungen vorkommen. Das heißt, worin sich die beiden Gleichungen eigentlich unterscheiden, ist hier in dem Wachstum des Kapitals. Wir haben hier und hier haben wir eben die Profitrate und wir haben hier auf der rechten Seite den Lohn und hier auf der linken Seite den Konsum. Ja, weil in beiden Fällen spielen eben Produktion, Kapitalintensität und Abnutzung eine zentrale Rolle und hieraus ergibt sich für die Wachstumstheorie eine zentrale Accounting-Beziehung, nämlich die zwischen Wachstum und Verteilung. Ne? Und diese Accounting-Beziehung zwischen Wachstum und Verteilung ist ein absolut zentrales Tool für die theoretische Modellbildung und die empirische Validierung von Modellen und auch für die komparative Beschreibung von unterschiedlichen Ökonomien. Dieser sogenannte Wachstums- und Verteilungszusammenhang oder Wachstums- und Verteilungsplan fasst eigentlich alle bisher eingeführten Identitäten zusammen. Das sind jetzt mal alle Gleichungen hier untereinander geschrieben. Und das soll sie jetzt nicht erschlagen, sondern im Gegenteil, das soll eigentlich mal illustrieren, wie gut man das tatsächlich zusammenfassen kann. Wir haben hier den ersten Block, ich habe hier immer zusammengefasst, auf der einen Seite die absoluten und die Pro-Kopf-Darstellung. Wir haben hier die Darstellung, dass sich der Output aus der Summe zwischen Konsum und Bruttoinvestment ergibt. Und wir haben darunter hier die Darstellung, dass der Wert des Outputs gleich den Löhnen plus Bruttoprofiten ist. Und hier diesen beiden Darstellungen mit dem Brutto-Output, zu denen haben wir hier ein Pendant mit dem Netto-Output. Der Netto-Output ergibt sich nämlich aus Konsum und Netto-Investment. Ne? Also das Einzige, was wir hier haben den Konsum, wir haben hier den Konsum, wir haben hier eben das Brutto-Investment und hier das Netto-Investment. Und hier unten haben wir eben wieder den Wert des Netto-Outputs. Haben wir hier die Löhne. Das ist genau das, was wir hier oben auch haben, nur dass wir hier eben die Nettoprofite haben und hier oben die Bruttoprofite. Ja, das sind die zentralen Elemente des sogenannten Wachstums- und Verteilungsplans. Und diesen Wachstums- und Verteilungsplan, den bekommen wir auf eine sehr einfache Art und Weise auch grafisch,
Wir schauen uns nämlich hier einfach den, das ist der uns bekannte Trade-off zwischen den Löhnen und den Profiten. Und wir haben hier den uns bereits bekannten Trade-off zwischen Konsum und Investitionen. Und wenn wir diese beiden Grafiken einfach ineinander punchen, dann bekommen wir hier den sogenannten grafischen oder den Wachstums- und Verteilungsgrafen, indem wir eben ganz viele empirisch beobachtbare Variablen hier auf der X- und Y-Achse dargestellt haben. Und das, dieser Wachstums- und Verteilungsplan, der ist extrem hilfreich, wenn wir unterschiedliche empirische Ökonomien miteinander vergleichen wollen.